Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Eldaria Episode 24, die Schwere des Schicksals. Im letzten Part ist Evelyn zusammengebrochen und wir haben sie jetzt erst einmal zurück ins Camp gebracht. Eine Panikattacke. Naja gut, irgendwie muss das Nervensystem ja auch abfließen lassen, was sich angestaut hat. Also schauen wir mal, wie es weitergeht und vielleicht ist ja langsam Besserung in Sicht. Bei der Agora angekommen, ließen Evelyn und ich uns am Rand der Feuerstelle nieder. Und ich brachte ihr eine Tasse heißen Tee sowie eine Portion von dem Ragout, das Arti fürs Mittagessen zubereitete. Nach und nach gesellten sich auch die übrigen Expeditionsteilnehmer zu uns und bald schon waren wir vollzählig versammelt. Wir aßen rasch, aber in guter Stimmung. Trotz des Damoklesschwerts, das über unseren Köpfen thronte, bemühte sich ein jeder sichtlich darum, positiv zu bleiben. So beängstigend die Lage auch war, meine Freunde um mich versammelt zu haben und ihre Unterstützung zu spüren, half mir dabei, nicht in negative Gedankenspiralen abzugleiten. Als wir mit dem Essen fertig waren, teilte Leifton mir mit, dass die Akademie endlich gesichert war und ich meine Nachforschung fortsetzen konnte. Ich könnte mitkommen für den Fall, dass du wieder einen Übersetzer brauchst. Du hast recht. Dein Sprachtalent wäre mir bestimmt von großem Nutzen. Seid dennoch vorsichtig. Unsere Zauber sollten weitere Einstürze zwar verhindern, aber man weiß ja nie. Wir melden uns, wenn wir irgendetwas finden. Okay. Ja, ich glaube, so Trümmer auf unserem Kopf wären jetzt nicht ganz so praktisch. Aber lasst uns mal optimistisch bleiben, dass nichts passiert. Als wir die Akademie erreichten, verschaffte ich mir sogleich einen Überblick über den Schauplatz. Dabei stach mir etwas ins Auge. Nefra, sieh doch! Ich deutete auf den Fries, der die inneren Säulenreihen im Saal einfasste. Hm, sieht aus, als fehle da oben ein Stück. Warte mal, steig auf. Nefra bedeutete mir, auf seine Schultern zu klettern. Wir kamen zwar nicht ganz bis zum Fries hinauf, aber nah genug heran, damit ich seinen Zustand etwas genauer inspizieren konnte. Tatsächlich, ein paar der Platten scheinen zu fehlen. Und da steht auch etwas geschrieben, aber... ich kann es nicht lesen. Ich stieg wieder von Nefras Schultern runter. Mein Gewicht schien ihm nicht das Geringste ausgemacht zu haben. Mal wieder war ich von seinen Vampirkräften beeindruckt. Na gut, warte hier. Ich hole eine Leiter aus dem Camp. Oder du holst Valkyorn und steigst auf seine Schultern rauf, weil Valkyorn ist 1,90 und... ne? Ich blieb ein paar Minuten lang alleine und hoffte insgeheim, das Orakel möge mir ein weiteres Zeichen senden, das mich zur Lösung dieses Rätsels führen würde. Aber nichts geschah. Ich schätze, diesmal werde ich mich allein durchschlagen müssen. Als er wiederkam, machte sich Nefra sogleich daran, die unter dem Fries eingravierten Worte zu übersetzen. Die Drachen schlummern im Reich der Gelehrten. Sie ist die Wächterin ihrer himmlischen Träume. O du, die nach Wissen und anderen Wunden strebst, zu Füßen der Göttin wirst du diese Kenntnis erlangen. Okay, damit besteht kein Zweifel mehr. Irgendwo an diesem Ort werden wir einen Verbindungsweg zu den Drachen finden, aber wo sollen wir zuerst suchen? Naja, zu den Füßen der Göttin wirst du diese Kenntnis erlangen. Das klingt ja fast wie diese Statue, die in dem Brunnen ist, wenn man Richtung Camp geht, also zwischen Camp und der Akademie hier. Am besten bei der Statue vom Mnemosyne. Es ist doch von den Füßen der Göttin die Rede. Und das ist das einzige Abbild von ihr, das wir auf der Insel gesehen haben. Da hast du sicher recht. Lass uns gleich hingehen. Was habe ich gesagt? Da hättest du auch selbst drauf kommen können. Gut, da wären wir. Fällt dir irgendetwas auf? Nein. Aber lass mich nachsehen. Nefra ging zu der Statue, während ich die Umgebung in Augenschein nahm. Plötzlich rief er mich zu sich. Da ist so eine Art Drehknopf. Nefra drehte an einem Stein an der Rückseite der Statue, woraufhin sich die Kacheln mit der Stadtgravur löste und eine weitere Nachricht enthüllte, die unter der Plakette verborgen gewesen war. Zu Füßen desjenigen, der stolz und mit sterbendem Blitzschlag den Weg zu einer Behausung weist, befindet sich die erste vergessene Stele. Sterbender Blitzschlag. Das erinnert mich an die zersplitterte Statue unten an der Felswand. Mich auch. Der Tempel dort war übrigens Zeus gewidmet. Ich glaube, dieses Rätsel ist eindeutig.
Sonst steht da nichts? Nein. Ich nehme an, wir finden weitere Hinweise bei der ersten Stele. Glaube ich auch. In der Zwischenzeit können wir ja mal zum Felsen gehen. Dort verbirgt sich bestimmt irgendetwas. Das ist so cool, dass man hier jetzt so Rätseln folgt. Das erinnert mich so ein bisschen an Assassin's Creed Odyssey. Gefällt mir. Am Rande des Felsens angelangt, suchten wir den Ort gründlich ab. Jedoch ohne Erfolg. Da kam mir ein äußerst unschöner Gedanke. Mit Bedacht beugte ich mich ein Stück über den Abgrund. Glaubst du wirklich, dass die Stele da unten ist? Fällt dir eine andere Lösung ein? Diese Statue liegt bestimmt schon seit Jahren am Grund des Meeres und ihr Sockel dazu. Da gibt es sicher nichts mehr zu finden. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Und wie sollen wir da bitte hinkommen? Wieso fragen wir nicht Kolaya und Alaea? Gute Idee. Na siehst du, manchmal hat sie gute Ideen. Jetzt ist nur die Frage, wo sind Alaea und Kolaya? Hallo! Ha? Wir müssen dich um einen Gefallen bitten. Welchen? Wir sind dabei, das Rätsel der Akademie zu lösen und dafür müsstest du zum Fuß der vergessenen Felswand schwimmen. Dort liegt eine Statue mit einem Blitz und in diesem Sockel oder darunter sollte sich eine Stele befinden, die wir dringend brauchen. Meint ihr die Statue mit dem langen Umhang? Ein Mann, der in einer Hand einen Blitz hält und in der anderen einen Stab? Ja, genau die! Das ist Zeus! Ich kann nachsehen gehen. Das würdest du tun? Natürlich. Wie sieht diese Stele denn aus? Keine Ahnung. Wir haben noch keine von der Sorte gefunden. Aber ich nehme an, es ist ein rechteckiger Steinblock mit einem Sternbild darauf. Und welchen? Der große Bär? Andromeda? Cassiopeia? Ich weiß nicht. Wenn die Stele zu der Statue von Zeus gehört, hat das Sternbild wohl auch was mit ihm zu tun. Ah, dann soll die Statue also Zeus darstellen. In dem Fall ist es bestimmt das Zeichen des Steinbocks. Das wird häufig mit der Ziege in Verbindung gebracht, die diesen Gott den griechischen Legenden zufolge genährt haben soll. Hinzu kommt, dass einer der Sterne an der Spitze dieses Sternbildes an das Sternbild des Adlers grenzt, das auch der Adler des Zeus genannt wird. Boah, Kolaya! Du bist ja eine richtige Intelligenzbestie! Das war auch eins der Bilder, die uns an der Decke der Akademie erschienen sind, als wir das Orakel gesehen haben. Es schien irgendwie heller zu leuchten als die übrigen. Kolaya, ich hatte ja keine Ahnung, dass du in Astronomie so bewandert bist. Ja gut, als Meerjungfrau, glaube ich, muss man sich auch oft an den Sternen ausrichten. Dementsprechend glaube ich schon, dass das gar nicht mal so doof ist. Was denkst du denn, wie sich Meerjungfrauen sonst orientieren? Tada! Wir lernen von klein auf, Sterne zu kartografieren. Ich bin wirklich positiv überrascht. Dann schwimme ich mal los. Ich bin so bald wie möglich wieder da. Wie es aussieht, hat jedes Mitglied des Hauptquartiers ein paar verborgene Talente. Kolaya, warte. Ja? Hast du beim Erscheinen des Orakels noch andere Sternbilder besonders hell leuchten sehen? Da war noch das Zeichen der Zwillinge und ein drittes, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich mich nicht mehr an alles erinnern kann. Kein Problem. Dann lasse ich dich mal die Stele des Zeus besorgen. Bis Kolaya zurückkommt, haben wir beide nichts zu tun. Nutzen wir die Pause, um uns im Lager etwas auszuruhen. Gute Idee, weil wir ja schon so viel gemacht haben. Im Lager warteten wir auf Kolayas Rückkehr. Doch nach ein paar Stunden begann ich mir Sorgen zu machen. Sollte sie nicht längst zurück sein? Ja, so langsam mache ich mir auch Sorgen. Ja gut, aber wohin gehen wir dann? Gehen wir hier hoch, um zu gucken, ob sie irgendwo genau... Wir liefen zur Felswand in der Hoffnung, sie vom Aussichtspunkt aus zu entdecken, doch vergebens. Das ist jetzt natürlich doof, ne? Valkyria, Nephra, habt ihr zufällig Kolaya gesehen? Ich suche sie schon seit einer ganzen Weile. Nein? Besser, ich erzähle dir keine Details. Bei ihrer Vorgeschichte gerät sie sonst womöglich in Panik. Ja gut, aber sie könnte wenigstens nach ihrer Schwester suchen.
Zum Glück musste ich Nefrat das nicht erklären oder ihm irgendwelche Zeichen geben. Er machte keine Anstalten, etwas hinzuzufügen. Na gut, trotzdem danke. Dann suche ich mal weiter nach ihr. Sie ging davon. Mist. Auch hier ist Kolaya nicht und ich sehe keine Spur von ihr. Toll. Wo sollte sie denn sonst sein? Hä? Endlich entdeckten wir Kolaya. Sofort eilte ich zu ihr. Du bist wieder da. Ja, ich bin gerade zurückgekommen. Da habt ihr eure Stele. Irgendwie sieht sie ein bisschen aggro aus, oder? Ich bin erleichtert zu sehen, dass es dir gut geht. Ist das wahr? Oh, super. Du hast dir ja ganz schön Zeit gelassen. Nee, wir haben uns Sorgen gemacht, wir sind erleichtert, dass es ihr gut geht. Ach ja? Da habt ihr euch aber umsonst Sorgen gemacht. Du warst immerhin eine ganze Weile weg. Ja, ich konnte die Stele nicht auf Anhieb finden, tut mir sehr leid. Kolaya händigte Nefra die Stele aus, der die darauf eingravierte Inschrift ein weiteres Mal übersetzte. Auf der Ebene der neuen Schwestern, da wo Zeus und Mnemosyne sich ihre Liebe schworen, der einst genommene Weg über die Sternroute dich wird leiten. Hä? Also, diesmal passe ich. Wie kann das wohl gemeint sein? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich hätte da vielleicht einen Tipp für euch. Leifton! Er war einfach ohne Ankündigung aus seinem Zelt gekommen. Doch schnell erholte ich mich von meinem Schreck und hörte ihm zu. Wenn unsere Aufzeichnungen korrekt sind, dann gibt es in den zwei von hier aus sichtbaren Gebirgen insgesamt 9 Berggipfel. Und? Ist das dein Ernst? Und den Legenden zufolge zeugten Zeus und Mnemosyne miteinander 9 Musen. Die 9 Schwestern. Aber natürlich! Dann müssten wir die zweite Stele am Fuße des Berges finden. Na dann auf zu dem verlassenen Pfad. Auf und davon! Beim Anblick der 9 Berggipfel, die uns umgaben, wurde mir richtig schwindelig. Nefra und ich durchkämmten gemeinsam die Umgebung auf der Suche nach einer Statue, einem Monument oder auch nur dem winzigsten hilfreichen Hinweis. Aber nach über einer Stunde vergeblichen Suchens mussten wir uns eingestehen, dass wir nicht weiterkamen. Da hatte ich plötzlich einen Geistesblitz. Scheitern! Ich hielt dem Gefährten die Stele unter die Schnauze. Schnüffel mal! Wir müssen etwas finden, das so ähnlich ist. Schaffst du das? Scheitern knurrte. Dann fegte sie davon und nahm die Spur der fehlenden Stele auf. Einige Minuten später kehrte sie zurück. Den begehrten Steinblock im Maul. Wow! Warum ist uns das nicht früher eingefallen? Ich war ziemlich stolz auf mich und meine glänzende Idee. Dabei hatte ich jedoch nicht bedacht, dass die Fangzähne des Gefährten das Gestein abwetzen könnten. Es war sehr alt und äußerst zerbrechlich. Und Scheitern war bei weitem nicht die sanfteste Black Galley Trot. Also ich muss dich warnen, dass ich die Übersetzung dieses Mal etwas schwieriger gestalten könnte. Schade, dass Scheitern die Stele so abgewetzt hat. Tut mir leid. Ich hätte nicht gedacht, dass Scheiterns Fangzähne sie so stark beschädigen würden. Gib dein Bestes. Wow. Also die letzte Antwort auf gar keinen Fall. Das erste... Das kenne ich so ein bisschen von Pferdebesitzern oder generell Tierbesitzer. Sobald man irgendwas gegen ihre Tiere sagt, ist das dann gleich so, als hätten sie einen persönlichen Angriff. Beispielsweise, keine Ahnung, bei einer Freundin von mir habe ich gesagt, Mensch, dein Pony könnte aber auch mal ein bisschen weniger Futter vertragen. Da ist sie so an die Decke gegangen, als ob ich sie selbst irgendwie beleidigt hätte. Und ich glaube... Nefra sagt dann auch so von wegen, ja, Mensch, ganz ehrlich, das war deine Idee. Scheitern kann dafür überhaupt nichts, mimimi. Dementsprechend, es tut mir leid, ich hätte da wirklich dran denken müssen. Es war unsere Schuld, nicht die von Scheitern. Wir konnten ja nicht vorhersehen, dass sie so zerbrechlich sein würde. Das Volk, vereinigt, hört die Stimme des Volkes? Sorry, aber mehr kann ich nicht entziffern. Oh, das dürfte kompliziert werden. Das vereinigte Volk. Seine Stimme.
Do you hear the people sing, singing the song of angry men? Entschuldigung, das klingt so ein bisschen nach Revolution und, Vive la Revolution? Nein? Schade. Vermutlich müssen wir einen Ort finden, an dem das Volk frei reden durfte. Wenn ich mich noch richtig an meinen Geschichtsunterricht an der Schule erinnere, dann war doch die Agora der Platz des Volkes. Bestimmt ist die damit gemeint. Könnte sein. Nachsehen kostet jedenfalls nichts. Das könnte aber eine ganze Weile dauern. Die Agora ist größer, als es den Anschein hat. Na, dann sollten wir besser keine Zeit verlieren. Dann gehen wir mal zurück zur alten Agora. An diesem Ort eine Stele zu suchen war, wie nach einer Nadel im Heuhaufen zu wühlen. Selbst mit der Hilfe von Scheiterns feiner Nase erwies sich diese Unternehmung als langwierig und stumpfsinnig. Schließlich entdeckten wir sie doch. Verborgen neben einer der Säulen in einem Versteck, das Mnemosynes Abbild trug. Endlich waren wir im Besitz aller drei Stelen. Nun mussten wir sie nur noch zur Akademie bringen. Bei diesem Gedanken begann mein Herz wie wild zu klopfen. Oh, wir nähern uns. Da wären wir. Okay, jetzt muss ich die hier irgendwo einsetzen. Die Stele ließ sich völlig reibungslos in den Stein einsetzen. Mit einem hörbaren Klicken versank sie in der Wand, wie um uns zu signalisieren, dass dies ihr rechtmäßiger Platz war. Na dann zur nächsten. Wie schon die erste verschmolz auch diese Stele nahtlos mit der Wand. Blieb nur noch eine übrig. Ich spürte, wie sich mein Magen vor Aufregung zusammenkrampfte. Als ich die letzte Stele einsetzte, erklang ein tieferer Ton als bei den ersten beiden und am Ende des Saales öffnete sich eine Tür. Ja, und an dieser Stelle machen wir einen Cut. Nein, Spaß. Du hattest von Anfang an recht, Valkyria. Du hattest recht. Was machst du denn jetzt schon wieder hinter mir? Du machst mir Angst. Doch jenen Moment, in dem ich eigentlich vor Freude hätte explodieren müssen, brach ich zusammen. Wie sehr hatte ich mich nach der Wahrheit gesehnt? Wie dringend hatte ich mir Antworten auf meine Fragen gewünscht? Doch nun, da ein Teil davon greifbar schien, empfand ich nur noch ein Bedürfnis, so weit wegzulaufen wie möglich. Ich konnte der Wahrheit einfach nicht ins Gesicht blicken. Ich fürchtete mich zu sehr. Ich kann nicht. Ich drehte mich um und suchte das Weite. Was? Im Angesicht der Wahrheit hast du Panik bekommen. Finde erstmal einen ruhigen Ort zum Durchatmen. Dazu möchte ich, glaube ich, wieder hier hoch. Ich stieg bis zum höchsten Punkt der Klippe hinauf und dann brüllte ich. Brüllte all meine Wut, meine Frustration und auch meine Angst hinaus. Aus welchem Grund war ich hier? Was konnten so heilige Wesen wie diese Drachen bloß von mir erwarten? Wie sollte jemand wie ich Eldaria retten? Und was, wenn ich bei ihren Prüfungen versagte? War diese Welt dann dem Untergang geweiht? Ich fühlte mich nicht imstande, diese Last noch länger zu schultern. Jedenfalls nicht alleine. Du bist doch gar nicht allein. Dieses ganze Gefühlschaos bereitete mir furchtbare Kopfschmerzen. Ich wusste, dass ich mich beruhigen und irgendwie zusammenreißen musste, aber ich schaffte es einfach nicht. Da spürte ich plötzlich, wie sich Valkyrons warmer Körper an den meinen schmiegte. Sag ich doch, du bist nicht allein. Ich weiß, du fühlst dich gerade verloren und bist hin und her gerissen zwischen der Begeisterung darüber, endlich Antworten zu bekommen und der Angst davor, wie sie lauten könnten. Aber ich bin hier. Ich verlasse dich nicht. Lass mich allein, Valkyron, sonst werde ich schwach. Verlass mich nie. Nie, hörst du? Danke, Valkyron, dass du immer an meiner Seite bist. Ja. Ich werde da sein, wann immer du mich brauchst. Ich werde dich nie im Stich lassen. Wir sollten wohl besser zur Akademie zurück. Nimm meine Hand und halt mich fest. Und komm mit mir. Als wir das Gebäude betraten, sah ich, dass all meine Freunde noch dort warteten. Und darauf warteten, dass ich zurückkam und die Geheimtür öffnete. Ich betrachtete die Tür von allen Seiten und versuchte, meiner aufsteigenden Panik irgendwie Herr zu werden. Schließlich holte ich tief Luft und beschloss, die Tür zu öffnen. Puh, dann mal los.
Nachdem ich mehrere Stunden lang durch schmale Gänge gewandert war, die seit Jahrhunderten niemand mehr benutzt zu haben schien, erreichte ich endlich mein Ziel. Ich stand vor dem Portal, das ich schon einmal passiert hatte, und hinter dem sich sämtliche Antworten auf meine Fragen verbargen. Allerdings war es verschlossen. Und so angestrengt ich auch in meinem Gedächtnis kramte, ich konnte mich nicht erinnern, wie man es öffnete. Ich wusste nur noch, dass der Drache, in dessen Begleitung ich gewesen war, bestimmte Ornamente an den Türen mit seinen Flügelspitzen berührt und dazu einen Zauberspruch in einer mir unbekannten Sprache gemurmelt hatte, die ich für die Sprache allen Ursprungs hielt. Ich trat also näher und strich in der Hoffnung auf eine Eingebung mit den Fingern über die massiven Steinbögen. Aber so sehr ich mich auch konzentrierte, ich wusste einfach nicht weiter. Als die Sonne unterzugehen begann, rief uns Laefdyn zur Umkehr. »Die Zeit wird knapp, Laefdyn. Wir müssen uns beeilen, wenn wir dieses Rätsel noch rechtzeitig lösen wollen.« »Ich weiß. Aber ich möchte mich nur ungern von der Dunkelheit überraschen lassen. Wer weiß, was für Kreaturen hier nachts ihr Unwesen treiben. Gehen wir zurück ins Camp. Dort können wir in Ruhe über eine Lösung nachdenken. Das ist ein Befehl.« »Okay, Champ.« Auf dem Heimweg kreisten meine Gedanken unaufhörlich um jenes Portal und das neue Rätsel, das es uns aufgegeben hatte. Wir waren näher am Ziel als je zuvor. Kaum hatten wir das Camp erreicht, zog sich Laefdyn alleine in eins der Zelte zurück, wohl um die Skizzen zu studieren, die er von der Tür angefertigt hatte. Dennoch nahm ich mir heraus, ihn kurz zu stören und zu fragen, ob ich meine Nachforschung in der Zwischenzeit auch auf eigene Faust weiterführen durfte. Nach einer kurzen Diskussion kamen wir jedoch überein, dass das nicht unbedingt ratsam wäre. Ich hatte weder einen konkreten Hinweis noch eine Ahnung, wo ich mit meiner Suche beginnen sollte. Stattdessen riet mir Laefdyn, mich ein wenig auszuruhen. Es war furchtbar frustrierend für mich, nicht von größerem Nutzen sein zu können. Doch ich musste wohl oder übel einsehen, dass diese Sache meine Kompetenzen bei weitem überstieg. Mir blieb nichts weiter übrig, als abzuwarten, dass sie die Fäden dieser Angelegenheit für mich entwirrten. Mein Schicksal lag nun in ihren Händen. Ich beschloss, meine freie Zeit zu nutzen, um Evelyn aufzusuchen. Seit meinem Gedächtnisverlust vor ein paar Tagen brannte mir eine Frage unter den Nägeln, die ich ihr unbedingt stellen musste. Warum? Warum waren mir meine eigenen Erinnerungen derart unzugänglich? Hatte das biologische oder physische Gründe? Handelte es sich vielleicht um einen Schutzmechanismus meines Gehirns? Oder war ich Opfer irgendeines Fluchs geworden? Evelyn hat bestimmt eine interessante Ansicht dazu. Ja, aber wo ist die Gute? Am Meer? Nein. Hey, wunderbar. Hey, was führt dich zu mir? Ich hätte da eine Frage an dich, Evelyn. Ich bin ganz Ohr. Du weißt ja, dass ich vor dem Ritual keinerlei Erinnerung an die Zeit meines Verschwindens hatte. Ja. Hast du vielleicht eine Ahnung, warum mein Gedächtnis so blockiert war? Wurde ich womöglich mit einem bösen Fluch belegt? Das glaube ich weniger. Diese letzte Prüfung, die Entscheidung, das war wirklich heftig, Valkyria. Ich denke, dass du dich davor beschützen wolltest. Wie meinst du das? Häufig ist es so, dass wir noch nicht bereit sind, uns einer Sache zu stellen und unser Gehirn darum bestimmte Teile unserer Vergangenheit vor uns verschließt. Das kann ich kaum glauben. Eine andere Erklärung sehe ich aber nicht. Ich habe dich untersucht und nichts gefunden, das auf einen Fluch oder Zauber hätte schließen lassen. Keinerlei fremdmagische Rückstände, nur deine eigene Aura. Der Geist ist zu ganz unglaublichen Dingen fähig, weißt du? Mächtiger als jeder Zauber. Vor ein paar Jahren kam eine junge Frau aus der Garde wegen schmerzhaften Bauchkrämpfen zu mir. Du wirst nie erraten, was geschah, nachdem ich sie untersucht hatte. Na los, erzähl! Sie hat ein wunderhübsches kleines Mädchen zur Welt gebracht. Was? Oh ja, sie hatte eine Nebelschwangerschaft. In meiner Welt nennen wir das, glaube ich, versteckte Schwangerschaft. Eigentlich ganz schön beängstigend, wenn man darüber nachdenkt. In der Tat. Wenn man nicht mit einem Kind gerechnet hat, dann kann das ein ziemlicher Schock sein. Das hat ihr Leben bestimmt ganz schön auf den Kopf gestellt. Oh, und wie. Sie musste zu einer Mission in der Nähe von Dang Tianyu. Ang Tianyu?
eine Stadt, die mehrere Tagesreisen vom Hauptquartier entfernt liegt. In ihrem Zustand eigentlich unmöglich. Zum Glück hat Miiko wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit die junge Frau die nötige Begleitung und Unterstützung erhielt. Mädels, entschuldigt die Unterbrechung, aber Leifton hat angeordnet, dass sich alle im Camp versammeln. Wir kommen! Alles klar. Leifton will dich sprechen, kehre ins Lager zurück. Hat er vielleicht eine Lösung gefunden, wie wir durch das Portal gelangen können? Das finden wir morgen heraus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr euch das Ganze hier anschaut. Hoffe, euch hat der Part gefallen und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, Schnitzelmama over and out.